Kettenblock. Das so ein Block war, den man nicht so ausreißen konnte. Da muss man schon mit einer Gabel tief graben. Löwenzahn gleich Kettenblock. Also wir haben praktisch als Bands immer in der West gesessen und haben aus der Kettenblock Kette gemacht. Und zwar wurde in der Still ein Loch geritzt mit dem Dummenal. Und dadurch wurde der nächste wieder durchgetrocknet, bis man Gett hat oder Kranze für den Kopf oder so. Ne? Und am Krieg war der ja sehr, sehr wichtig für die Klinge zu fördern. Wir mussten dann immer lanz der Wiese jahren und lanz das Feld rein und Gettenblöcke schäschen, ne? Für die Klinge. Ich nehme an, dass das mit der gezackten, was aussieht wie eine Kette von den Blättern zu tun hat. Glaube ich sehr. Eigentlich gibt es sonst nichts, was mich an Kette erinnert. Es gibt natürlich auch Leute, die sagen, man hat von der Blume Kette gemacht. Im frühen Frühjahr, wenn geackert wurde, also wenn die mit dem Pflug das Feld abrissen täte, dann kam ja der junge Kettenblock, also der war ja noch gelb, der kommt dann raus. Und davon Salat, das ist ja ganz Feines. Früher wurde das von der Kanin gegessen, heute wird das ja auch von der Lücke gegessen. Die wird die Kette schlot, oder der Löwenzahn, der da muss aber in der Erde geerntet werden, die Blätter. Die dürfen nicht rauskommen. Ja, die sind dann ganz zart, ganz hellgrün. Und wir gingen das hauptsächlich in die Jägeranstalt, da waren die ganze Wiese, das war Jähl von Kettenschlot. Und das war für die Kaninchen, da war das ein Festessen. Die Wiese sahen ja wunderschön aus, wenn die alle am Blühen waren. Ne? Der Löwenzahn, der von uns Kettenschlot genannt wird, wurde auch ganz oft in der Zig nur im Ersten Weltkrieg Franzosenschlot genannt. Deshalb Franzosenschlot, das ist im einfachen Grund. Die Franzosen kommen ja 1418 im verlorenen Krieg, hatten ja hier die Besatzung, hatten eine Rheinland-Besatzung. Natürlich auch viele französische Familien die waren dabei. Und dann hat meine Großmutter immer gesagt, Lorenz, Lorenz, die laufen dann wieder über die Wiese und stechen die Kette schlott. Eben, das ist sehr gesund, das sollte man auch machen. Und damals hat meine Mutter, das haben wir noch im Ersten Weltkrieg, haben wir dann auch Kettenschlot gegessen im Frühjahr. Das hat wirklich gut schmecken. Früher haben wir das nicht gemacht. Das haben wir von den Franzosen gelernt.